Servus, Kalli wieder hier. Auf unserer Reise habe ich natürlich sehr viel erlebt und ich war auf Hawaii. Und dann dachte ich, ich bringe euch ein bisschen was mit. Ja, wir haben hier mal wieder, wie kann man es anders erwarten, nochmal ein Gewürz gemacht. Richtig böses Material. Ananas mit drin. Man riecht schon, das ist richtig eine coole Geschichte. Meiner Hawaii habe ich so kennengelernt, dass die sehr gerne rohen Fisch essen. Ja? Da wir jetzt hier nicht wirklich den besten Thunfisch haben, habe ich mir gedacht, wir nehmen mal einen richtig schönen Lachs mit einer Sashimi-Qualität und da draußen machen wir jetzt eine Poke. So, ich mache es nicht mit Reis, sondern ich mache es tatsächlich mit Perlgraupen. Ja? Da für mich so als Schwabenbayer können Perlgraupen einfach ein bisschen mehr dazu wie Reis, weil Perlgraupen wachsen bei uns und der Reis nicht wirklich. Ich würde sagen, wir fangen langsam an. Sieht auch, das geht relativ zügig. Ich persönlich schneide den Lappen hier weg. Ich mag es nicht. Man kann es aber auch dran lassen, also ist überhaupt gar kein Thema. Also, als erstes nehmen wir ein bisschen geröstetes Sesamöl. Ja? Ganz wichtig, coole Geschichte. Kriegt ihr in jedem gut sortierten Asialaden. Bisschen mehr ist immer gut, ne? Dann nehmen wir ein bisschen süße oder leicht salzige Sojasauce, besser gesagt. Ein bisschen Limette. Aber kurz mit dem Handballen ein bisschen rollen. Und kriegt auch den Saft schön raus. Ja, das sieht man richtig schön, wie es rauskommt hier. Wir haben hier ein paar Rosinenzwiebeln, französische. Sind nicht ganz so stark vom Geschmack her, nicht ganz so scharf. So, dann haben wir hier ein bisschen Koriander. Den hacken wir schön fein. Ich nehme die Stiele mit, weil die Stiele einfach auch nochmal richtig schön geilen Geschmack abgeben. Und mit einem scharfen Messer ist das überhaupt gar kein Ding. Dann werden die schön fein. Und dann hat man da auch richtig Spaß nach. Ja? Schönes Aroma, Koriander mit rein. Dann nehmen wir ein bisschen Gurke dazu. Macht das Gehäuse raus. Man kann es aber auch drin lassen. Also ihr könnt es rausmachen, ihr könnt es drin lassen. Ich persönlich mache es raus. Dann wichtig ist, wirklich schöne, feine Scheiben. Also wenn ihr jetzt sicher mit dem Messer seid, könnt ihr gerne auch einen Hobel nehmen. Ich finde es immer ganz gut, wenn es ein bisschen feiner ist. Dann nehmen wir noch ein paar kleine Sherry-Tomaten, Cocktail-Tomaten. Einfach Scheiben schneiden, auch dazugeben. Ich stehe ein bisschen auf Farbe. Wir nehmen hier noch so eine Kumato-Tomate. Das Ding mal kurz mit dem Löffel durchmengeln. So, da kommt jetzt dann hier meine Perlgrauben dazu. Man kann auch einen Reis nehmen. Allein hier in der Region gibt es so viele coole Sachen, dass man da eigentlich keinen Reis nehmen muss, weil die Bauern tun die Grauben noch selber ansetzen. Zum Bauern fahren, die holen. Da hat auch der Bauer was davon. Und jetzt schneiden wir einfach schöne Streifen. Dann machen wir hier schöne kleine Würfel.
Man kann einen Thunfisch nehmen, man kann Jakobsmuschel nehmen, man kann Garnelen nehmen. Haben wir jetzt auch in Bayern wirklich tolle Qualität. Diese bayerische Bavaria-Garnele, sehr coole Geschichte. Wir haben jetzt einen Lachs, Sashimi-Qualität, also kann man roh sehr gut essen. Wichtig ist vorher die Gräten ziehen natürlich. Dann kommt der Lachs da dazu. Und jetzt kommt unser Gewürz in Einsatz. Hier riecht es natürlich nicht, man riecht aber ganz stark, was alles drin ist. So, man merkt die Ananas mit raus, Chili, Pfeffer, wir haben Boxengläser, Zimt ein bisschen drin, Koriander, Meersalz und ein bisschen Kohle, weil in Hawaii hat man gern schwarzes Salz. Da können wir ruhig ordentlich was reinmachen. Gar nicht schüchtern sein. Weil ich habe bei diesem Gewürz darauf geachtet, dass relativ wenig Salz drin ist. So, ich selber bin ein Scharfer. Wenn ich es finde. Ja, hier ist es ja. Machen wir noch ein bisschen Chili mit rein. Wichtig ist einfach sehr fein. Nicht zu viel, falls doch Kinder mit essen. Weil nachwachsen kann man sich sehr jederzeit. Ich habe jetzt hier persönlich einen Ring. Kann man, muss man nicht nehmen. Ja. Ich finde es halt einfach schön, wenn man Gäste hat. Kann man jetzt auch mal als tolle Vorspeise machen. Finde ich eine coole Geschichte. Schön andrücken. Schaut natürlich mega aus. Ja. Ich habe jetzt hier noch ein paar Zwiebelsprossen. Die legen wir einfach oben schön als Deko. Dann nehmen wir noch mal unser Sesam. Lass mal einfach ein bisschen ganz vorsichtig drauf träufeln. Ich nehme jetzt noch mal hier von dem Groben einfach ein bisschen oben drauf. Und dann würde ich sagen, habt Spaß beim Essen. Bon Appetit. Schaut super aus. Und ist ein super leichtes Gericht. Geht rucki zucki schnell, ihr habt es gesehen. Wir haben jetzt keine 10 Minuten gebraucht. Ja, in diesem Sinne. Oder wie sagt man auf Hawaii? Hang loose, baby.